Moin, Phase 5 Drop Bird, Leute, und zwar am Donnerstag. Und hier gibt's die besten finalen Tipps für Donnerstag. Coins, Coins, Coins sammeln. Ihr braucht 125 Stück für die T2 Armschienen. Blizzard hat schon bestätigt, dass wir sie bekommen in Phase 5 bei dem Booty Bay Händler. Aktuell können wir maximal 100 sammeln. Sammelt die 100 jetzt schon und ihr könnt dann euch direkt die Armschienen holen, also nicht direkt, ihr müsst dann vielleicht noch einmal Scholo und Strat gehen oder sowas, dann habt ihr 125 und könnt ihr euch direkt holen. Und morgen wird der Patch schon aufgespielt. Donnerstagabend ist zwar erst Sulgurup und BWL angesagt, aber es könnte sein, dass morgen schon die Armschienen da sind und andere Sachen. Von dem her, vielleicht haben wir Glück und wir sehen es morgen schon. Deshalb macht heute am besten direkt eine World Tour, damit ihr morgen euch die T2 Armschienen holen könnt. Und ganz wichtig, schaut euch die Biss-Items für eure Klasse an. Das könnt ihr auf 60 Upgrades machen. Und da könnt ihr eure Klasse eingeben, die ihr spielt, welchen Spec ihr spielt. Ihr könnt wirklich alles angeben, welche Phase ihr spielt. PvP-Rang 12 wird es sein, übrigens in Phase 5. Ihr wählt natürlich die Raids, die in Phase 5 aktiv sind, also Zulgurp, MC und Nixia, BWL. Und dann könnt ihr das selektieren und euren Charakter erstellen. Dann auf Autofill gehen und erzeugt euch automatisch einige Biss-Items. Ist natürlich nicht alles genau passend. Auf Wowhead wird es mit Sicherheit schnell aktualisiert. Aber ihr könnt hier rumspielen und euch schon mal die wichtigsten Items anschauen und wo ihr die herbekommt. Das meiste ist natürlich aus Zul'Gurub oder BWL. Das Gute ist an 60 Upgrades ist, dass sie auch die ganzen SOD-Items mit drin haben. Also auch die aus Phase 5. Bleiben wir gleich bei den T2-Items. Da gibt es ja einmal zwei Affixe des Draconic und Core Forged. Und das sind im Prinzip zwei verschiedene Set-Bonis, die ihr nehmen könnt. Das Core Forged heißt, ihr nehmt das T1-Set-Bonus auf das T2-Set-Teil. Und das Draconic-Set ist einfach das T2-Set mit dem normalen T2-Set-Bonus. Und ihr könnt jetzt schon prüfen, weil ihr könnt ja mischen, ihr könnt ja 4 vom Draconic nehmen und 4 vom Core Forge zum Beispiel. Und dann könnt ihr schauen, welche Setteile sind denn gut vom T1-Set für euren Spielstil. Das heißt, das könnt ihr euch jetzt schon überlegen, ob ihr alles Draconic macht, einfach mit dem T2-Set-Bonus, oder ob ihr das kombiniert, um das Bestmögliche aus eurer Klasse rauszuholen. Ansonsten natürlich BWL-Attunement müsst ihr machen. Da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch hier anschauen. Das werde ich jetzt nicht nochmal beschreiben. Ist eigentlich ziemlich easy. Müsst nur einmal UBRS gehen eigentlich, davor noch einen Gegner platt machen, euch einen Brief holen und den und nächste Schuppenumhang nicht vergessen zu kaufen. Entweder MAH oder, wenn ihr es günstiger haben wollt, ihr lässt es herstellen durch einen Guildenmate oder sowas. Das benötigt ihr für BWL. Bringt euren PvP-Rang so hoch wie es geht, also Rang 10 ist es aktuell. PvP geht in Phase 5 bis Rang 12. Blizzard will die Schlachtfelder wieder interessanter machen, deshalb haben sie auch die Ehre erhöht. Das heißt, ihr bekommt jetzt deutlich mehr Ehre, also nicht jetzt, sondern in Phase 5, wenn ihr BGs geht. Und das Gute ist, mit Rang 12 erhalten wir neue epische Items, und zwar einmal Handschuhe, Beine und Füße. Um das jetzt nicht in Phase 5 zu machen, könnt ihr jetzt schon bis Rang 10 grinden. Dann könnt ihr jetzt bis Rang 10 grinden, okay? Also bis Rang 10 geht's jetzt und in Phase 5 geht's dann bis Rang 12. Und letzter Prep-Tipp, bereitet euch vor für Sulgurub. Ja genau, Sulgurub ist wichtig, weil wir bekommen neue Best-in-Slot-Kopf- und Bein-Verzauberungen. Das heißt, wir brauchen keine Feuerriese mehr auf Kopf und Bein, sondern wir bekommen klassenspezifische Kopf- und Bein-Verzauberungen. Und zwar, da brauchen wir dieses Hakari-Idol, welches in Sulgurub droppt. Und das Ding wird krass umkämpft sein. Das heißt, Sulgurub wird auch wichtig werden. So, das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war einfach nur ein kurzes Video nochmal. Ein bisschen zusammengefasst, was wichtig ist für Donnerstag. Wenn ihr noch Tipps und Ideen habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich danke euch jetzt schon dafür. Ansonsten 2 Tage noch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Raiden. BWL Sulgurub. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Video. Ciao.